Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Weltwoche Daily, Meilensteine der Schweizer Geschichte. Samstag für Samstag erkunden Professor Christoph Mörgeli, vor allem er und ich hier als wandelnder Mikrofonständer und Fragensteller mit nicht mehr enden wollenden Fragen die faszinierendsten Kapitel der schweizerischen Geschichte, die ganz große Bildungslücke von der Schule vernachlässigt, und wir beide haben die Chance, uns zu profilieren, hoffentlich positiv als Lückenfüller vom Dienst hier, die diese Gräben zuschütten, die unnötig aufgerissen bzw. gar nie richtig mit Inhalt gefüllt worden sind. Die Schweizer Geschichte ganz wichtig, nur wenn man weiß, woher man kommt, weiß man, wo man steht und wohin die Reise allenfalls gehen könnte. Wir sind in Bern, in der Bundesstadt, nicht Hauptstadt der Schweiz, ganz wichtig, Bundesstadt. Eine Hauptstadt tolerieren wir Schweizer nicht, wir sind dazu dezentral veranlagt. Die Bundesstadt und das, was da sich im Hintergrund erstreckt, ist die imposante Fassade des Bundeshauses mit all seinen verschiedenen Abteilungen. Es sind nicht alle, aber es sind ein paar sehr schöne, die Sie da sehen. Ganz im Hintergrund das Parlament, das Bundeshaus mit den Kuppeln, den etwas türkisfarbenen Abschlüssen, dann gleich daneben das Bundeshaus West, da ist das Justizministerium drin und auch das Außenministerium. Und hier rechts von meinem Kopf sehen Sie eine hotelähnliche Konstruktion, und das war tatsächlich auch ein Hotel, das ist der Berner Hof, und da ist der Kassenwart der Schweiz drin, der Finanzminister, jetzt also Karin Keller-Sutter, nach den jüngsten Rochaden und Veränderungen in unserer Landesregierung, die ja eigentlich gar keine richtige Regierung ist, denn dazu hat sie zu wenig Macht. Die Schweizer zum Glück reagieren sich selbst, darf man gleich hinzufügen. Nein, wir sind natürlich als direkt demokratisches Land der Selbstregierung verpflichtet, darum dulden wir auch keine allzu starke Regierung, wobei wir immer wieder periodisch unter der von uns gewollten Schwäche dieser Regierung auch zu leiden pflegen. Ich schwenke mal jetzt hier in den Hintergrund. Leider ist der Himmel etwas wolkenverhangen. Sie sehen das auf dem Bildschirm weniger. Ich kann das erkennen, wenn ich da über die Balustrade hinausblicke. Das ist das Berner Oberland mit den gewaltigen Felsmassiven hier. Leider etwas versuppt im Hintergrund, aber Sie können sich darauf verlassen. Da würde jetzt aufragen, Eigermönch, Jungfrau, eine Gewaltskulisse. Leider fehlt hier etwas die Tiefenschärfe bei meinem Kameragerät. So, also Sie sehen, wir sind hier wirklich in einem wunderschönen Ort mit einer fantastischen Aussicht, auch politisch inspiriert hier. Sie haben da sozusagen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, aber das Thema der heutigen Sendung ist ein ganz anderes, ist ein tragisches. Wir beschäftigen uns mit dem Schicksal eines Bundesrates, der aus dem Leben geschieden ist, unter Umständen, die einen immer noch melancholisch stimmen. Und ein Bundesrat, das gehört ja auch zur Schweiz, dass man gar nicht weiß, wer da alles Bundesrat war. Die Bundesräte sind ja nur die Fußnoten unserer Geschichte. Aber das ist eine ganz interessante Fußnote, die wir heute näher betrachten. Aber jetzt übergebe ich hier nach diesem Intro an meinen Kollegen Christoph Mörgeli. Ja, Christoph, wo sind wir? Was ist das Thema der heutigen Sendung? Welche Lebensgeschichte, welche tragische Lebensgeschichte, muss ich sagen, erkunden wir an diesem Samstag? Grüezi miteinander. Wir stehen hier am Rand der kleinen Schanze. Das ist in unmittelbarer Nähe des heutigen Bundeshauses West, das du vorher vorgestellt hast. Das war damals das einzige Gebäude. Das Parlamentsgebäude gab es noch nicht. Und in jenem Jahr, von dem wir jetzt sprechen wollen, hat hier ein Bundespräsident kurz zuvor zum höchsten Amt im siebenköpfigen Bundesrat, gewählt durch die Bundesversammlung, seinem Leben ein Ende gesetzt. Es war Fridolin Anderwert. Wir schreiben den 25. Dezember 1880, also den Weihnachtstag. Er hat sich hier auf eine Bank gesetzt, eine mitgebrachte Pistole aus der Mappe genommen und sich in den Mund geschossen.
eine ganz fürchterliche Geschichte, meine Damen und Herren. Ich nehme jetzt mal hier so ein Bänklein in den Blick. Unspektakulär, das ist natürlich nicht das hier gewesen, aber man kann sich vorstellen, hier vor dieser Aussicht auf die Berner Bergwelt nimmt sich ein Bundespräsident das Leben. Eine fürchterliche Geschichte. Man könnte so auch einen dokumentarischen Roman anfangen mit einer schrecklichen Tat und dann das Leben aufrollen dieser Person. Und das machen wir jetzt gleich auch. Wer war dieser Simon Anderwert? Welche Rolle hat er gespielt? Wie ist er zum Bundesrat geworden? Sein Name war Fridolin Anderwert. Er ist ein Thurgauer, wird in einer Ortschaft, die heute zu Frauenfeld gehört, in eine Politikerfamilie geboren. Sein Vater sitzt in der Exekutive des Kantons, ist bereits Regierungsrat. Es handelt sich um eine Familie des katholischen Teils des Thurgaus. Fridolin Anderwert wird jetzt wie sein Vater Jurist. Er hat vorher sogar auch noch Philologie und Philosophie studiert. Und Geschichte. Auch noch Geschichte in Leipzig. Und seine universitäre Ausbildung als Jurist, ebenfalls an den besten Zentren der damaligen Jurisprudenz genossen, nämlich in Heidelberg und in Berlin. Später siedelt er sich dann in Frauenfeld als Anwalt an und hier beginnt seine Karriere. In welche Partei? Was war seine politische Botschaft? Was war sein politisches Wirken? Fridolin Anderwert ist freisinnig, ist liberal, man sagt sogar radikal damals. Er befindet sich eher auf der linken Seite der freisinnigen Partei, die damals alleine herrscht. Entschuldigung, Gottschalk, was heißt linksfreisinnig im 19. Jahrhundert? Welche Positionen hat man da eingenommen? Wie wurde links definiert? Linksfreisinnig heißt, er neigte zu den Demokraten und zu demokratischen Ideen. Das heißt, er hat der Volksherrschaft mehr Bedeutung eingeräumt als zum Beispiel klassische Liberale, die sagen, die Personen des Volkes, die Bürger sollen zwar ein Parlament wählen, nicht aber die Regierung direkt oder sogar in Sachfragen abstimmen. Und hier hat Fridolin Anderwert eine andere Position. Er hat auch hervorragenden Anteil genommen an der revidierten Bundesverfassung von 1874, die ja dann verschiedene demokratische Neuerungen brachte. Man könnte also sagen, dass die Schweizerische Volkspartei, die SVP, die sich heute dezidiert für die direkte Demokratie und Volksentscheide einsetzt, im Grunde ein linksfreisinniges Phänomen ist. Lustigerweise gilt ja die SVP als rechts. Heute sind Parteien, die für die direkte Demokratie eintreten, von den Etablierten als rechts verschrien. Damals speziell war das links. Also dieser Fridolin, nicht Simon Anderwert, wie ich eingangs fälschlicherweise gesagt habe, Entschuldigung, der war ein Gegenspieler der großen Parlamentsbarone vom Schlage eines Alfred Escher, jener Heldengestalten des schweizerischen Parlamentarismus. War er ein Außenseiter, war er ein Querulant, war er ein Ruhe- und Friedensstörer in der freisinnigen Partei damals? Damals im Grunde nicht. Er hat vor allem im Thurgau zuerst Karriere gemacht und hat da zuerst gefördert durch den ganz wichtigen freisinnigen Heberlin, der die kantonale Politik beherrscht hat, gegen ihn dann mobilisiert. Er wird zu seinem Feind, denn Heberlin hat fast alle Ämter, die man haben kann, auf sich vereinigt und zwar das auch noch gleichzeitig. Und diese Ämterhäufung, die missfiel Fridolin Anderwert. Übrigens auch seinem Freund Adolf Deucher, der übrigens dann 3 Jahre später auch Bundesrat wird. Das ist ein Arzt, auch sein Arzt, der wird noch eine Rolle spielen. Aber man hat also Herr Heberlin zur Seite geschoben, hat neue demokratische Elemente in die Thurgauer Kantonsverfassung aufgenommen. Nicht Heberlin, sondern Anderwert ist dann auch Kantonsrat selbstverständlich, Kantonsratspräsident, Bezirksrichter und Ähnliches, bevor er dann in die nationale Politik einsteigt. Er wurde Nationalrat oder Ständerat. Wie wurde man damals dann auch Bundesrat? Wie ist das damals gelaufen? Ähnlich wie heute, war es ganz anders? Wie sah seine Bundeslaufbahn aus?
Er wurde 1863 in den Nationalrat gewählt als Thurgauer Abgeordneter, hat diesen Nationalrat präsidiert 1870-71 und hat auch General Herzog im damaligen Aktivdienst anlässlich des Deutsch-Französischen Kriegs vereidigt in der Bundesversammlung. Also so gesehen war er ein wichtiger Mann, nicht ganz unumstritten, aber ein großer Politiker, ein Rechtsgelehrter von etlicher Bedeutung. Man hat ihn durchaus respektiert, auch wenn man nicht seiner Meinung war in allen Punkten. Warum ist er in den Bundesrat gewählt worden? Was waren seine Schritte hier? Warum ausgerechnet er? Wie hat es zum Vorschlag geschafft und mit welchen Motiven hat man ihn damals in die Landesregierung gewählt, diesen eminenten Juristen und Thurgauer Freisinnigen? Er war verschiedentlich Favorit, hat auch zum Teil kandidiert, ist dann unterlegen in früheren Jahren gegenüber anderen Persönlichkeiten. Aber es kommt dann tatsächlich zur Wahl in den Bundesrat im Jahr 1875 und Fridolin Anderwert übernimmt das Justiz- und Polizeidepartement, das ihm natürlich gelegen ist. Er hat dann auch in Angriff genommen die großen Arbeiten des neuen schweizerischen Obligationenrechts. Galt Anderwert zum Zeitpunkt seiner Wahl als ein anerkannter, von allen Seiten respektierter Politiker oder zeichnete sich schon Kontroversen ab? Zeichnet sich allenfalls auch das Drama seines Lebens schon in dieser jungen bundesrätlichen Karriere, in dieser Kür irgendwie ab oder ist das alles erst später dann zusammengekommen? Schon nach kurzer Zeit ist er zunehmend umstritten. So sehr er eigentlich volksnah war, auch gemütlich, auch fröhlich durchaus unter Fröhlichen, so hat man ihm dann diese Fröhlichkeit zum Vorwurf gemacht. Und zwar so sehr, dass sich eben die Fröhlichkeit ins Gegenteil, nämlich in Depressionen verwandelt hat. Anderwert war stark übergewichtig, hat gerne gegessen und auch ein Glas getrunken und darüber ist viel spekuliert und gespottet worden. Aber was ist der Hintergrund dieser Polemiken gewesen? Aus dem Nichts heraus oder nur aufgrund von oberflächlichen körperlichen Eigenschaften ist es ja in der Regel nicht so, dass bei einem Politiker, bei einer Persönlichkeit von Rang, die bestanden ist, die auch einen Leistungsausweis hat, dass sich plötzlich gegen die jemand verbündet. Was sind da die tieferen Hintergründe, wenn es die denn gab? Oder war das wirklich ad personam aufgrund der Leibesfülle und seines vermuteten Lebenswandels? Nein, es gab durchaus auch politische Vorbehalte. Man muss sich vorstellen, dass Anderwert als Katholik absolut gegen das päpstliche Unfehlbarkeitsdogma war von 1870. Er hat sich in den Kulturkampf gestürzt und vertrat den Josephinismus, das heißt also die Vorherrschaft des Staates über die Kirche. Und das hat ihn natürlich der katholischen Kirche entfremdet. Er versucht dann auch eine Vereinigung freisinniger Katholiken zu gründen. Das ist die Vorläuferbewegung zur späteren Abspaltung der christkatholischen Kirche. Also hier hat er bei den katholisch-konservativen viele Vorbehalte. Die Altliberalen mögen ihn nicht, weil er demokratische Ideen vertritt, weil er diese Bundesverfassung verkörpert von 1874. Und dann kommt natürlich eben dazu, dass er zunehmend, würden vielleicht heute sagen, abgelöscht wirkte. Er sprach undeutlich, er hatte nicht mehr den früheren Glanz und die Leidenschaft in den Augen. So gesehen muss man sagen, dass er irgendwie dann vielleicht in seinem Amt überfordert war oder überhaupt einen Depressionsschub erlebte. Also er hat eine Art Loser-Image bekommen und dann, wie auf dem Pausenplatz, witterten seine Gegner die Schwäche und sind erst recht auf ihn losgegangen. Das klingt fast ein bisschen so, nach einer Pausenplatz-Dynamik, wenn das übergewichtige Kind mit den dicken Brillengläsern plötzlich da von den Platzhirschen zusammengeschlagen wird. Kann man sich das auch ein bisschen so vorstellen? Ein bisschen ist es so, er ist geschwächt und das spüren natürlich die Leute. Er hat dann auch noch stark abgenommen, kurz vor seinem Tod. Auch das ist bemerkt worden, irgendetwas stimmt nicht mehr mit ihm. Man hat ihn aber noch zum Bundespräsidenten gewählt am 7. Dezember 1880 und dann beginnen aber die
eigentlichen Polemiken, die vorher schon vereinzelt vorherrschend sind. Wer waren die Wortführer? Wer waren seine Feinde, seine Gegner, die ihn da bis aufs Blut reizten und angriffen? Und wie haben sie ihn angegriffen? Wie muss man sich solche Polemiken gegen Bundesräte, gegen Bundespräsidenten zur damaligen Zeit vorstellen? Wie ist das genau technisch abgelaufen? Es gab ja noch nicht solche Massenmedien wie heute, oder gab es das schon? Was waren da die Medien, die Waffen dieser Anfeindung? Ich meine, es waren weniger Politiker, vielleicht haben die im Hintergrund ein bisschen reingeblasen. Es waren schon die Journalisten, es waren die Medien, es war eine Art Mobbing. Wir würden heute vielleicht von einem Shitstorm sprechen in manchen Medien, nicht in allen, aber hier ging voran und besonders brutal der Nebelspalter, eine satirische Zeitschrift, auch mit Karikaturen, wie da der Bundespräsident Anderwert gewogen wird zum Beispiel. Er wird gezeigt als Schläfer, wie er seinen Rausch ausschläft. Es gibt aber eben auch in der sozialistischen Tagwacht sehr, sehr gemeine und niederträchtige Artikel. Denn als Justizminister musste er manchmal bei Flüchtlingen ein hartes Wort sprechen, bei den Asylanten, wie das halt ist. Und die Sozialisten, das waren zumeist sozialistische Asylanten oder Asylbewerber, bei denen ist das nicht gut angekommen. Auch gewisse Presseentscheide von ihm, wo er manchmal ein bisschen die Pressefreiheit einzuschränken versuchte, haben natürlich die Journalisten nicht gutiert. So gesehen war es also neben dem Nebelspalter die Tagwacht, aber auch Zeitungen, zum Beispiel im Bezirk Andelfingen. Offenbar hat er das schon alles mitbekommen und gelesen. Schon damals waren diese Zeitungen halt eben viel diskutiert. Und es war eben nicht nur der Alkohol, es war nicht nur das Essen und die Völlerei, die man ihm vorwarf, sondern es kommen dann auch noch Vorwürfe von Bordell besuchen. Das ist besonders schwierig. Welcher Mann kann beweisen, dass er nie in einem Bordell war? Es ist gewissermaßen die Umkehrung der Beweislast. Man hat auch angetönt, er könnte homosexuell sein, denn Anderwert war im Gegensatz zu den meisten Bundesräten unverheiratet. Mit anderen Worten, also nicht erst in Zeiten von Social Media gibt es eben diese Shitstorms, diese Anschwärzungen, diese Polemiken. Auch in der guten alten Zeit der klassischen Post sind solche Kampagnen damals gang und gäbe oder vielleicht zumindest, wenn nicht gang und gäbe, so doch Tatsache gewesen und immer wieder vorgekommen. Ich bin überzeugt, im 19. Jahrhundert waren die Pressefäden viel schärfer als heute, viel gemeiner und die Presseprozesse nahmen kein Ende. Jeder hat gegen den anderen prozessiert. Also hier ist man wirklich ganz massiv aufeinander losgegangen. Aber ein Tiefpunkt bedeutete sicher diese Kampagne gegen den Bundespräsidenten Anderwert. Das war bislang schon noch nicht so gesehen. Mit anderen Worten, es hat auch bei den Medien einen Zivilisierungsschub gegeben, wenn man das vergleicht mit der Härte und der auch persönlichen Giftigkeit der Angriffe. Sind Tagebücher überliefert? Hat er das schriftlich festgehalten? Seine Emotionen in den letzten Lebenswochen? Gibt es da Überlieferungen? Leider hat er praktisch keine Akten hinterlassen. Weder im Bundesarchiv findet sich groß etwas, noch in einem Kantonsarchiv, noch in einem Nachlass. Wir wissen also sehr, sehr wenig. Wir wissen, dass er dann am Schluss auch seinen Freund Adolf Deucher, den Arzt, aufgesucht hat, dass der bei ihm vermutet hat, dass irgendwo eine Art Depression, eine Melancholie vorhanden sein könnte. Man hat ihm auch geraten, in Italien eine Kur anzutreten, was er auch getan hätte, wenn er eben nicht den Entschluss zuvor gefasst hätte, seinem Leben ein Ende zu setzen. Der Tag des Selbstmords, der 25. Dezember 1880, wann hat sich das zugetragen? Wie ist er entdeckt worden und wie hat dann die Schweiz, wie haben auch die Medien, wie hat der Nebelspalter, der ja da Kampagnenführer war, auf diese Tragödie reagiert? Bundespräsident Anderwert hat seine Haushälterin gebeten, ihm die Koffer zur Kirche zu bringen, neben dem Bahnhof, zur Heiliggeistkirche. Sie hat da gewartet um etwa 5 Uhr abends. Er wollte auf den Zug, um den Weihnachtstag noch bei seiner Mutter und seiner Schwester in Zürich zu verbringen. Sie hat aber vergeblich gewartet, denn Anderwert hat sich anders entschieden. Er ist hierher auf die kleine Schanze gekommen, hat sich auf eine Bank gesetzt
und seinem Leben dann ein Ende gesetzt. Er wurde gefunden etwa 7-8 Uhr abends in der Dunkelheit. Knaben haben ihn gesehen, eine zusammengefallene Gestalt auf einer Bank. Als sie mit einem Zündhölzchen dann ihn anleuchteten, sahen sie, dass hier Blut vorhanden war, und man hat sofort dann die Polizei unterrichtet. Man hat ihn in seine Wohnung gebracht, wo er dann auch obduziert und ärztlich untersucht wurde. Und die Medien, die Reaktion der Journalisten, die ihn da bis aufs Blut letztlich gereizt und auch befeindet haben? Es gab einen Abschiedsbrief, oder es soll ihn gegeben haben. Er ist nicht erhalten, und es ist auch möglich, dass es sich um eine Legende handelt. Da soll der letzte Satz gelautet haben: Ihr wollet ein Opfer, ihr sollet es haben. Also schon ein Vorwurf an diese medialen Kampagnenführer. Es gab dann eigentlich zwei Parteien. Die einen sagten, das haben wir jetzt davon, dass diese Journalisten so unglaublich unfair, dreckig und gemein sind. Das ist das Opfer, das ihr jetzt habt, und so kann es doch nicht weitergehen. Es gab andere, die sagten, ja, der war gesundheitlich angeschlagen, er war eben depressiv. Die Neue Zürcher Zeitung hat dann den Obduktionsbericht publiziert und hat gesagt, das Hirn sei in gewisser Weise verändert gewesen, sodass vieles auf eine Depression hinweise. Das war natürlich für ihn als Katholiken auch insofern wichtig, als man dann sagte, ja, er war krank, darum hat er sich selber entleibt. Hat das zu einer Veränderung der Tonlage geführt in den Medien damals? Sind die in sich gegangen? Hat ein Nebelspalter seine polemische Tonalität überprüft, oder ging das Hauen und Stechen dann weiter einfach mit anderen Zielobjekten? Ich meine, man hat sich da nicht groß einschüchtern lassen. Es haben sich irgendwie alle davongeschlichen. Niemand wollte richtig verantwortlich sein. Bei seiner Beerdigung hier in Bern waren zwar die 6 Kollegen zugegen. Es gab aber keinen Bundesweibler, es gab keinen Gesandten, es gab keine Staatsfeier in dem Sinne für den amtierenden Bundespräsidenten. Man hat sich also möglichst schnell und still dieses Mannes entledigen wollen. Immerhin sprach dann Emil Welti, die starke Figur im Bundesrat, auch sein Vorgänger im Bundespräsidium, den er an diesem Tag noch gesehen hat und mit ihm einige Stunden Geschäfte besprochen hat am 25. Dezember. Er hat einige Worte gesprochen und hat natürlich auch sein Bedauern über das, was geschehen ist, ausgesprochen. Wir haben Selbstmorde gesehen, Opfer, die dann fast in Staatsbegräbnissen gefeiert wurden. Damals, so wie du das schilderst, scheint das den Beteiligten auch etwas peinlich gewesen zu sein. Wurde das auch als Schande empfunden? Also dass ein Bundespräsident sich erschießt als Schwäche, als Unfähigkeit? Hat das die damalige Zeit, im 19. Jahrhundert, hat man das hart beurteilt, so einen Selbstmord, als unmännlich? Oder gab es da Verständnis, auch Sympathie für diesen Bundespräsidenten, der sich selber umgebracht hat? Bei den Kommentaren herrscht eigentlich eher Schweigen. Also man war da etwas ratlos, man hat nicht wahnsinnig interpretiert oder auch nicht wahnsinnig moralisiert. Die Nachricht ging aber um die Welt. Also dass der schweizerische Bundespräsident sich erschossen hat, das erschien in den Zeitungen in Nord- und Südamerika ebenso wie in Asien und in Afrika. Also das war eine ganz große Meldung bereits damals. Das ging doch einigermaßen rasch. Immerhin in der Schweiz hat man das erst 2 Tage später recht eigentlich zur Kenntnis genommen. Wir haben im Vorfeld dieser Sendung, als wir das Thema so grob abgezirkelt haben, uns auch darüber unterhalten, dass wir im Moment ebenfalls eine Situation haben, in der ein Bundespräsident hart angegangen, kritisiert wird von den Medien, und diese historische Sendung wird vielleicht auch auf den Fall Berse jetzt bezogen. Übertreiben es die Medien mit ihrer Kritik an Berse? Gehen sie zu weit? Wird da dieser Bundespräsident zu hart angefeindet? Stellen wir uns vor, dass auch er Depressionen bekäme und sich eine ähnliche Tragödie abspielen könnte. Wie beurteilst du das? Du schreibst auch darüber. Ich bin Chefredaktor. Wir müssen immer wieder die Tonalitäten überprüfen. Was löst das in dir aus, jetzt auch diese Rückerinnerung an den Fall Anderwert
bei gleichzeitiger Betrachtung auch des Falles Berse? Die Journalisten sind sicher immer ein bisschen auf einer Gratwanderung. Also sie müssen sich bewusst sein, dass sie bei den Menschen etwas auslösen können. Andererseits haben sie die Aufgabe natürlich, Unregelmäßigkeiten im Staat und wirkliche Fehler aufzudecken. Ich glaube, bei Anderwert hat es dann nicht mehr fachliche Dinge betroffen, sondern wirklich nur noch seine Körperfülle und seine angebliche unsittliche Lebensführung, was überhaupt nicht bewiesen war. Man sprach von Schande für die Schweiz und das sei ja unglaublich, dass ein solcher Präsident dieser Eidgenossenschaft vorstehe. Also solche Dinge sind sicher nicht gestattet. Aber dass man natürlich einen Bundesrat und Bundespräsidenten auch kritisieren muss und hart kritisieren muss, das ist Aufgabe der Medien. Und ich glaube, die Politiker haben hier doch ein gewisses robustes Seelenkorsett, dass sie solche Angriffe ertragen können und auch richtig einordnen. Und ich glaube, man muss sich als Politiker, als Führungsperson immer auch die Frage stellen, verkrafte ich das? Also was passiert, wenn ich einmal in eine unglaubliche Shitstorm-Wolke, in einen Wirbelsturm hineinkomme? Bin ich psychisch stark genug, um so etwas zu verkraften? Ich glaube, man muss, ohne jetzt hier hartherzig wirken zu wollen, doch auch anmahnen, dass wenn man eben in so eine Position geht, kann man Opfer von ungerechtfertigten Angriffen werden. Und wenn man sich selber als zu sensibel einschätzt, dann müsste man eigentlich präventiv dies nicht tun, denn ja, das Leben ist ungerecht und gerade wenn man eine profilierte Persönlichkeit ist, dann kann es zum Teil sehr, sehr ruppig, undankbar und hart zugehen. Man muss damit fertig werden. Wem die Küche zu heiß ist, wer die Hitze nicht verträgt, sollte nicht in die Küche gehen. Das ist vielleicht hart, aber es ist die Wirklichkeit. Was meinst du dazu? Es ist schon so und ich erinnere zum Beispiel an Bundesrätin Elisabeth Kopp, die ja recht eigentlich gestürzt ist oder über ihren eigenen Fall gestolpert ist. Sie hat in einer Fernsehsendung den Satz gesagt, damals hätte die Kirchenfeldbrücke noch kein Netz gegen die Selbstmörder gehabt. Und als dann nachgefragt wurde, ob sie solche Gedanken hatte, hat sie einfach gesagt, sie könne Ungerechtigkeiten schwer ertragen. Also dass solche Gedanken bei exponierten Politikern, die dann so natürlich durch die Medien geschleppt werden, aufkommen können, das ist offenbar Tatsache, das ist der Fall und dessen sollten sich die Mitmenschen und die Journalisten auch bewusst sein. Hingegen als Politiker, auch im Ratssaal, habe ich durchaus menschliche Regungen erlebt. Also wenn es einem schlecht geht, dann kommen sie auch von der anderen Ratsseite und fragen, was ist los, als mein Vater abgestürzt ist in den Bergen. Da sind sozialdemokratische Berggänger auf mich zugekommen. Also die Menschlichkeit spielt schon auch in der Politik. Ist das Konfessionelle hier noch wichtig gewesen, dass Katholiken, die ja mit ihrer Beichtkultur auch sozusagen mit diesem, könnte man sagen, mit dieser moralischen Kläranlage, die sie ja zur Verfügung haben, in einer Kirche, wo man eben beichten kann, nachher natürlich wieder gut dastehen muss in der Gemeinde, was natürlich dann schwierig ist, wenn man öffentlich angeprangert wird, vielleicht etwas schwieriger, während die Protestanten da eher in sich gekehrt mit ihrem Gewissen von Calvin sowieso als letztlich himmeltraurig verworfene Gesellen bezeichnet werden. Können protestantische Politiker besser mit solchen Demütigungen umgehen als Katholiken? Vielleicht eine etwas unzeitgemäße Frage, vielleicht eine ketzerische Frage, aber wie siehst du das? Waren in der damaligen Zeit die Katholiken empfindlicher auf solche Anfeindungen oder ist das eine falsche Spur? Das glaube ich nicht. Wir können es auch nicht vergleichen. Es gab damals nicht eine vergleichbare Kampagne gegen einen protestantischen Bundesrat. Aber Untersuchungen oder historische Dissertationen im Vergleich von katholischen und protestantischen Gebieten der Schweiz, zum Beispiel vom 17. bis ins 19. Jahrhundert, zeigen eigentlich, dass die Protestanten eher zur Melancholie geneigt haben, dass sie schneller zum Selbstmord gegriffen haben als die Katholiken. So gesehen müsste man wahrscheinlich hinter deine Theorie ein Fragezeichen setzen.
die Katholiken vielleicht mit einer etwas strengeren Morallehre als die Protestanten, wobei es natürlich auch unter den Protestanten die gibt, die mit ganz strengen Bandagen hier natürlich sowohl erzogen werden wie auch austeilen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, Meilensteine der Geschichte. Heute ein tragisches Kapitel aus der politischen Chronik unseres Landes, der Bundesratschronik mit Fridolin Anderwert, dem Bundespräsidenten, der sich hier unweit von dieser Bank, vielleicht da ein paar Meter entfernt, erschossen hat aufgrund einer Depression und weltweit Schlagzeilen machte mit dieser Tat. Eine etwas länger geratene Sendung, aber ich denke doch ein aufwühlender Stoff, der zu denken gibt. Und mit diesen offenen Gedanken verabschieden wir uns, wünschen wir Ihnen ein schönes, besinnliches Wochenende und natürlich auch immer wieder die Erinnerung daran, dass man sich des Lebens freuen muss und die Zuversicht immer wieder entdecken muss und sich nicht herabziehen lassen darf vom Senkblei der Melancholie. Alles Gute und Ihnen einen schönen Tag.